Kapitel 6. Die Schwalbe. Eines Abends sagt die Eule Bumba: Seid mal ganz still, da draußen kratzt etwas an der Tür. Es könnte eine Maus sein. Alle horchten hin, konnten aber nichts hören. Draußen ist niemand, meinte der Doktor. Das ist ihnen so vorgekommen. Nein, ich täusche mich nicht, widersprach die Eule. Ich höre wieder etwas kratzen. Das ist eine Maus oder ein Vogel. Ihr könnt mir schon glauben, wir Eulen hören besser als die Menschen. Bumba hatte sich nicht getäuscht. Der Affe machte die Tür auf und sah auf der Schwelle eine kleine Schwalbe. Eine Schwalbe, mitten im Winter. Einfach ein Wunder. Schwalben halten noch keine Kälte aus und fliegen, sobald der Herbst kommt, nach dem heißen Afrika. Wie musste die arme Schwalbe frieren? Zitternd saß sie im Schnee. Komm schnell da rein und wärme dich am Ofen, kleine Schwalbe, rief der Doktor. Zuerst hatte die Schwalbe Angst, hereinzukommen. Sie sah das Krokodil im Zimmer liegen und fürchtete, es würde sie auffressen. Doch der Afchichi erklärte ihr, dass dieses Krokodil sehr gutmütig sei. So kam die Schwalbe ins Zimmer geflattert, sah sich nach allen Seiten um und fragte: Chiruto Kisafa Mark? In der Tiersprache heißt das: Sagen Sie bitte, wohnt hier nicht der berühmte Dr. Eibolit? Eibolit bin ich, sagt der Doktor. Ich habe eine große Bitte an Sie, begann die Schwalbe. Sie müssen sofort nach Afrika fahren. Ich bin extra auf Afrika hergeflogen, um Sie zu rufen. Dort in Afrika leben viele Affen. Und jetzt sind alle krank. Was fehlt Ihnen denn? Fragt der Doktor. Sie haben Leibschmerzen, berichtete die Schwalbe. Sie wälzen sich auf der Erde und jammern. Der einzige Mensch, der die retten kann, sind Sie. Nehmen Sie bitte Ihre Arzneien und kommen Sie schnell nach Afrika. Wenn Sie nicht nach Afrika fahren, müssen Sie alle Affen sterben. Ach, ich würde ja gern nach Afrika reisen, sagte der Doktor. Ich mag die Affen gern und es tut mir leid, dass sie so krank sind. Aber ich habe doch kein Schiff, um nach Afrika zu fahren. Braucht man ein Schiff? Die armen Affen, seufzte das Krokodil. Wenn der Doktor nicht nach Afrika fährt, kommen sie alle um. Er allein kann sie wieder gesund machen. Und das Krokodil weinte so dicke Tränen, dass zwei Bächlein über die Fußboden rannen. Plötzlich rief der Doktor Eibolit: Aber ich fahre trotzdem nach Afrika. Ich mache die Affen trotzdem gesund. Eben ist mir eingefallen, dass ein alter Bekannter von mir, der Seemann Robinson, den ich einmal vor bösem Fieber gerettet habe, ein wunderbares Schiff besitzt. Er nahm seinen Hut und ging zum Seemann Robinson. Guten Tag, Seemann Robinson, sagte er. Sei so nett und borge mir dein Schiff. Ich möchte nach Afrika fahren. Ganz in der Nähe der Wüste Sahara gibt es dort das wunderbare Affenland. Schon gut, willigte der Seemann Robinson ein. Mein Schiff borge ich dir gern. Du hast mir ja das Leben gerettet und ich tue dir jeden Gefallen mit Freuden. Nur pass gut auf und bring es mir das Schiff zurück, denn ich habe kein anderes. Bestimmt bringe ich es wieder, sagt der Doktor. Ich habe keine Angst, ich muss nur eben mal nach Afrika reisen. Nimm es ruhig, wiederholte Robinson. Pass aber auf, dass du damit nicht an den Unterwasserriffen scheiterst. Keine Angst, ich werde schon aufpassen, sagte der Doktor. Dankte dem Seemann Robinson und eilte nach Hause. Die Tiere, macht euch alle fertig, rief er. Morgen fahren wir nach Afrika. Die Tiere freuten sich riesig, begannen herumzuhopfen und in die Hände zu klatschen. Am meisten freute sich der Affe Chichi. Ich fahre nach Afrika, dort erstarr mich ja. Afrika, Afrika, bald, bald bin ich da. Ich kann aber nicht alle Tiere mit nach Afrika nehmen, sagt der Doktor. Die Igel, die Fledermäuse und die Kaninchen müssen hier bleiben. Zusammen mit ihnen bleibt auch das Pferd hier. Ich nehme das Krokodil, den Affen Chichi und den Papagei Karuno mit, denn sie stammen ja aus Afrika. Und dort leben ihre Eltern, Brüder und Schwestern. Außerdem kommen noch Awuff, Kika und Bumba. Und das Ferkelnaff noch mit. Und wir, riefen Tanja und Vanya. Müssen wir wirklich allein zurückbleiben? Ja, sagt der Doktor drückte ihn fest die Hände. Auf Wiedersehen, liebe Freunde. Ihr bleibt hier und sollt meinen Garten so versorgen. Wir kommen sehr bald wieder und ich bringe euch aus Afrika ein schönes Geschenk mit.
Tanja und Vanya ließen die Köpfe hängen. Dann aber sagten sie, das ist nichts zu machen. Sie sind ja noch klein. Glückliche Reise. Wenn wir erst groß sind, wollen wir unbedingt mit dir reisen. Ganz bestimmt, sagte Aibelit. Ihr müsst nur noch ein bisschen größer werden.